So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reihe meiner... Ach du Scheiße, The Walking Dead. Habe ich doch das falsche Spiel angelegt? Nein, war ein Joke, natürlich das Richtige. Wie man vielleicht merkt, bin ich ziemlich auf Zombies hängen geblieben in letzter Zeit. Oder ich weiß nicht, was ich damit auch... Ich habe mich entschieden, diesmal ohne Facecam zu arbeiten. Denn sie geht immer wieder aus und das ist natürlich scheiße, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Gut, jetzt sitzen wir im Auto, in Handschellen, fahren in den Knast, wie es so gehört. Oh, ein alter Knacker, tapfer und wacker. Lieber jung knackig wie alt und babbig, ne? So. Gut. Well, I reckon you didn't do it, Dad. Ah, in Englisch. Schön. Du musst dann... Oh, du hast nur begrenzte Zeit, Why do you say that? Cool. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Jedes einzelne kleine. About now I get the I didn't do it. Every time? Every time. Jedes Mal, ja. Das ist gut. Mit dem rechten Stick, um dich umzuschauen. Yeah, man. Zieh dir jetzt auf den Rückspiegel. Ah, okay. Ich hab den Fall verfolgt, weil du aus Meckern bist und so. Cool. Du spammst. Du stammst, ach so, du spammst. Du hast also eine Meinung. Klasse. Ja. Fahren wir jetzt mal schön fröhlich herum. Frosch im Hals. Oh, die Sonne wunderbar, blendet ein bisschen. I got a nephew up at UGA. Ich habe einen Neffen, der geht zu. You teach there long? Hey, okay. Going on a 6th year. Oh Mann. Meet your wife in Athens? Der Untertitel ist verdammt you wanna know schnell. How I see it? I got much choice? Sure don't. Gut. Regardless. Could be you just married the wrong woman. Okay, wäre schon möglich natürlich. Natürlich. Klar. Junge, da war gerade was auf der Straße. Hallo? Hallo? Oh, warte, oh, noch ein paar. Oh, SWAT, alles klar. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Yeah, sure. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Ja, es gibt halt auch Unschuldige, die in den Knast wandern, Junge. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Oh, yeah. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Oh, yeah. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Okay. Ja, vielleicht war er einfach nur gestört. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. Es gibt gestörte Menschen auf der Welt. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Das ist nicht so cool. Ach, Gottloch. Vor allem, wo hat der bitte sein Medi-Kit gelagert? Da so den Erste-Hilfe-Kasten, der gehört eigentlich in den Kofferraum, ne? Weiß er das nicht? Kein Wunder, wahrscheinlich wurde er jetzt von Erste-Hilfe-Kasten erschlagen oder so. Echt traurig, so. Was ist hier los? Leute? Ach du Scheiße.
Hallo? Komm, wach auf, Junge! Mach die Klubsche auf! Mist, ich kann nicht mal helfen, die Klubsche aufzumachen. Komm, Touchpad! Scheiße. Ah, liegt da rum, pennt. Faule Sau. Au! Shit. Ja, scheiße, kann man gut sagen. Alles voll Blut hier. Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Ah! Schmerz, lass nach. Oh, da liegt der Alte. Hallo? Oh Gott, ist das schnell. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Oh. Geht ab. Komm, dreh mal. Dreh mal, wie geil. Zeig, was mit dein Bein drauf? Jawohl. Sag mal. I need to drag myself out that window. Bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Sticks. Ah, in Richtung Fenster. Das ist echt schon richtig interaktiv, dieses Spiel hier. Es hat ja auch geheißen, dass jede einzelne Entscheidung die Story beeinflusst. Ja, das Bein. So, soviel zum Thema alter Knacker. Bin ja schon genauso alt. Officer! Help! Zu Hilf! Officer! Zu Hilf, zu Hilf! Komm, Officer! Komm! Officer? Hallo? Ey. Ey, der ist dann wohl tot, ne? Ist er wohl ganz schön fertig. Verdammt. Ganz schön fertig, der Junge. Komm, holen wir jetzt mal den Schlüssel. Ah, oh, ganz schön tot, der Alte. Ah, jawohl. Handschellende Uff. Oh. Ja, genau. Das war schon besser. Oh. Er lebt noch. Oh, scheiße. Nein, der lebt nicht mehr. Der ist, oh, scheiße. Oh, ah, krabbel weg. Krabbel weg, krabbel weg. Oh, die Patrone. Da war doch irgendwo, da ist er. Da ist eine Shotgun. Oh, scheiße. Los, lad, Junge! Junge, Junge, Junge! Das scheiß Ding hier. Scheiße, Mann. Wuhuhuhu. Geht ab hier. Alter Schlappe. Ach du Kacke. Da hinten ist einer. Help! Hilfe! Go get someone! There's been a shooting! Was war das? Nicht gut. Nicht gut. Komm, reiß dich zusammen. Jawohl, fällt auch da rum. Ach du Scheiße. Viel zu viel. Viel zu viel. Ja. Hör doch auf, da rumzufallen, Junge. Du bist. Du bist schwarz. Du kannst schnell rennen. Na gut, das ist eigentlich nur ein Klischee, aber trotzdem. Das ist nicht mal ein Klischee, das ist sogar wirklich so, weil sehen bei dunklen Menschen dehnbarer, länger oder wie auch immer sind. Deshalb können die auch schneller rennen. Deshalb sind die meisten Sprint-Olympiasieger und so weiter nicht gerade weiß. So ein bisschen dunkler von der Haut. Bleibt ihr weg? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Nur weil ich schwarz bin. Überlebt. Okay, eine Runde schaukeln, hä? Hallo. Auch von. Anybody?
Ist da jemand? Huhu. Komm, humpel mal. Oh, da oben ist eine Veranda. Komm, humpel mal die Treppe hoch. Wir sagen erstmal mit die Clubschat durch. I wonder if anybody's home. Ah, okay. So, das kann ich die Clubschat nicht durchstecken. Versuchen wir es einmal. Hallo. Anybody home? I need a little help. Ein klein wenig Hilfe wäre gut. Geh mal rein, hä? Komm. Coming in. Don't shoot, okay? So. Auf neu. Neu mit dir. Ja, kann man sagen. Oh, scheiße. I'm not an intruder. Ja, Einbrecher sind wir noch lange nicht. Oi. These people might need more help than I do. Oh, was haben wir da? Oh, ein Einhorn. Ein Unicorn. So schön. Schön. Oh, da blinkt was. Da blinkt was. There's something on there. Ja. Auf. Three new messages. Drei neue Nachrichten. Message 1. Left at 5:43 p.m. Dann gehen wir erstmal in die Küche, vielleicht finden wir ein Messer oder so, das könnte ganz, ganz vorteilhaft sein. Ja, das war nicht so vorteilhaft. Muss ich dann mal ganz, ganz trocken behaupten. Was haben wir da? Mach die Schublade auf und schau nach. Oh, ein Funkgerät. Okay. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Ja, wirklich, als ob die nicht wüssten, wie man die Cops anruft. Hallo? Klar. Ah, scheiße. Daddy? Daddy? What? Da ist ein Kind dran. Da ist ein Kind. You need to be quiet. Okay. Das allererstes. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Okay. Alles klar, also sprich, ist sie entweder hier? Erstmal. What's your name? Am besten erstmal fragen, wie sie heißt. Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? Erstmal ablehnen. Erstmal persönlich ansprechen, das ist immer gut. Weil das nimmt die Nervosität. Ob sie in Sicherheit ist, gut. Ich bin outside in my treehouse. They can't get in. That's scheiße. See? Da sind noch die anderen Vögel hingeladen. I can see you through the window. Gut. Ja, ich kann dich sehen. Ah, scheiße. Bleib mehr Fuck. Du alte Klapprische. Oh, scheiße. Auf die Schnauze. Aber raus hier. Ah. Oh, die Tür auf. Alter. Na, sag mal. Die kann uns nicht verarschen. Gib
mal den Hammer her, Kleine. Mach mal die Borst drauf. So. Abgerechnet. Ab. Die lebt noch, eindeutig. Komm. Holla. Nicht gerade besonders schön, dieser Anblick. Aber Hauptsache, wir leben noch. Auch wenn es voll Blut sind und wahrscheinlich stinken wie eine Sau. Weil die Alte weiß, wie lange schon tot ist. Die wird sich seitdem nicht mehr geduscht haben. So. Did you kill it? Ja. Yes. It's okay. I think she was a monster. Glaub schon die Mutter. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. Okay. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened. Oh, scheiße. But I'll look after you until then. Ich vergesse immer, dass die sich das merken. What should we do now? Erstmal Hilfe suchen. We need to find help before it gets dark. Ja, genau. Yeah, it's not safe at night. Ja, tags ist immer besser. Hallo. So logisch. Dann sieht man die wenigstens besser. Let's go. Stay close to me. Alles klar. Jetzt haben wir eine Kleine dabei. Mit der Kleinen geht's ab. Geht es rund. Dann laufen wir mal schön Richtung Sicherheit. Mach der zu. Genau. So gehört sich's. So. Ist klar, dann gehen wir mal Hilfe suchen. Hilfe suchen. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und haut rein. Deshalb singe ich nicht, merke ich gerade, verdammte Kacke.